Hallo und herzlich willkommen zurück bei Goodbye Deponia. Ja, ich mache mir ein bisschen Sorgen um unsere liebe, total Rufus-hassende Toni. Denn ihr habt in der letzten Folge schon gehört, sie scheint ihn nicht mehr zu hassen. Was ist mit Toni los? Komm, lasst es uns herausfinden, weil ich mochte die alte Toni. Toni. Ah, Rufus, setz dich doch. Mach das schon. Ich muss mit diesem neuen General sprechen. Kannst du mich durchs Tor bringen? Ich könnte, aber ich werde nicht. Ich muss erst meine Meditationsübung abschließen. Bitte was? Heißt das, du willst hier einfach nur rumsitzen? Möglicherweise leitet der Organon gerade jetzt die Sprengung des Planeten ein. Solange das letzte Hochboot noch am Aufstiegszoll vor Anker liegt? Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich, unwahrscheinlich. Sagst du das auch noch, wenn sich die ganze Umgebung hier plötzlich in ein flammendes Fiasko verwandelt? Oh, das war aber unwahrscheinlich. Du meinst wie du damals, bei deinem Versuch, Blei in Blechblasinstrumente zu verwandeln? Das war erstens was anderes und zweitens hätte es funktioniert, wenn ich das hohe Fiss getroffen hätte. Ach, Rufus, entspann dich einfach. Wir haben hier alles im Griff. Der General hat einen Plan. Komm schon, Toni, ich will doch nur ins Lager. Und ich sage, du hältst dich besser da raus. Wir haben hier alles im Griff. Der General hat also einen Plan. Was soll denn das für ein Plan sein, so ganz ohne mich? Das ist geheim. Aber ich bin der Anführer. Du warst der Anführer. Wir haben jetzt einen neuen General. Neuer General, neuer Schmeneral. Ihr habt ja nicht einmal mehr einen Krieg. Ich meine, wo ist die ganze Action? Die Explosionen, die Verstümmelten, die brennenden Häuschen? Wie gesagt, wir haben jetzt einen neuen General. Okay. Was hat es mit diesem geheimen Plan auf sich? Das ist geheim. Du erwartest doch nicht, dass ich das einfach so schlucke. Ich habe damals auch nicht erwartet, dass du den ganzen Liter Farbverdünner schluckst. Wo doch jeder weiß, dass das Zeug direkt das Gehirn angreift. Ja, das war cool. Okay. Beim Widerstand scheint sich ja einiges geändert zu haben. Danke. Das war kein Kompliment. Hier ist alles so organisiert. Langweilig, pupsig, dröge. Nun, das liegt wohl daran, dass wir den Organon aus Porta Fisco vertrieben haben. Wir haben neues Equipment, neue Befehlsstrukturen. Wie bitte? Ich verstehe dich so schlecht. Ein mechanischer Bart rauscht. Du hast jetzt also einen neuen Therapeuten. Ja. Und er ist wirklich gut. Ich habe zum Beispiel nicht mehr diesen wiederkehrenden Albtraum, in dem mich das Gnu verfolgt, während sich um mich herum die Wände auflösen, bis schließlich das ganze Haus über mir zusammenstürzt. Ja, das war ein denkwürdiger Tag. Und du musst zugeben, dass die Pforte danach tatsächlich nie wieder gequietscht hat. Sie war vermutlich danach aber auch gar nicht mehr da, Rufus. Das ist ein Unterschied. Genauso meine Tür quietscht, wenn ich sie rausnehme und da halt keine mehr ist. Dann kann sie auch nicht mehr quietschen. Wie kannst du nur so ruhig da sitzen? Die Welt geht unter. Heißt das, du hast keinen deiner berühmten Pläne mehr auf Lager? Natürlich habe ich einen Plan. Aber dafür brauche ich, naja. Hilfe? Ein Mindestmaß an Unterstützung. Immerhin bin ich es, der euch hier die breitgesessenen Hinterteile rettet. Nun, vielen Dank dafür. Aber du brauchst uns nicht zu retten. Wir haben jetzt einen eigenen Plan. Wenn du uns helfen willst, dann setz dich irgendwo hin und fass nichts an, was blinkt. Oder leicht entflammbar ist. Oder gelb. Ach, weißt du was? Fass am besten gar nichts an. Komm schon. Tod dem Organon und so. Ich weiß, du meinst es gut, aber du brauchst uns nicht zu retten. Wir haben jetzt, wenn du uns hättest. Okay. Ich weiß schon, wie ich die alte Toni aus der Reserve locken kann. Gib dir keine Mühe. Du solltest mich wirklich besser kennen. Ich habe mir noch nie Mühe gegeben. Ja. Weißt du noch, wie ich die Urne deiner Großmutter als Puddingtopf verwendet habe? Ich bin mir sicher, du hattest deine Gründe. Oh ja, aber die Sache ist die, das war gar kein Pudding. Das ist doch mal endlich eine plausible Antwort auf die Frage, woher dieser Geruch kam. Danke für diese Offenbarung. Aber er war fast... Weißt du noch, wie ich Mr. Wuffel das Fliegen beibringen wollte? Ja, das weiß ich noch. Und ich entschuldige mich, falls ich damals unangemessen reagiert habe. Ich hatte weder meine Fäuste noch den Schlagring unter Kontrolle. Ja, aber das Beste weißt du ja noch gar nicht. Eine Woche später hat es doch noch geklappt. Und die Geschichte, dass Mr. Wuffel von einem abstürzenden Wetterballon getroffen wurde, stimmt auch nur zur Hälfte. Was?
so eine Erleichterung. Dann war meine Reaktion ja doch vollkommen angemessen. Oh Gott, der arme Mr. Wuffels. Weißt du noch, wie ich deine Mutter heimlich auf dem Klo fotografiert habe? Ja, aber ich habe nie verstanden, warum. Weil ich dir nie erzählt habe, dass ich die Fotos dem alten Schmierlappenbob verkauft habe. Ich musste natürlich noch einen Schlüpfer drauflegen, um mir das dicke Album leisten zu können. Du bist so ein... Hallo, Dre. Immer wieder für eine Überraschung gut. Ach, du Heiliger. Ich bin von den Toten wieder auferstanden. Glückwunsch. Erschreckt dich das denn gar nicht? Ach, Rufus, du hast dich so oft selbst in die Luft gesprengt. Angezündet, zersägt, von Büffelstampeden zertrampeln lassen. Da musst du schon mit einem neuen Trick aufwarten, um mich zu verblüffen. Okay. Mich gibt es jetzt dreimal. Okay, das ist wirklich besorgniserregend, wenn es nicht so vollkommen absurd wäre. Aber es stimmt. Ich habe mich geklont. Und ich glaube, wir hätten das gemerkt. Am Ascheregen oder ähnlichem. Echt? Ascheregen? Irgendwas sagt mir das gerade, aber keine Ahnung. Egal. Mich gibt es wirklich dreimal. Langweilig. Ach, ich geb's auf. Wirklich? Erinnere mich daran, dass ich meinem Therapeuten einen Obstkorb schicke. Ich glaube immer noch, dass die alte Toni irgendwo da drin ist. Aber ich weiß auch schon, wie ich sie da wieder rausbekomme. Gib dir keine Mühe. Das ist noch... Was? Na gut, es ist... Aber ich komme wieder. Keine Eile. Okay, also ich weiß, dass wir die Antenne auf jeden Fall beim Grünfokus brauchen, deswegen kriegt er die gleich mal wieder. Ich glaube, die Hormone hat er auch gebraucht. Bin mir nicht ganz sicher. Warte mal, wollen wir den Liege... Komm, wir probieren mal... Warte. Bleib mal da sitzen bei Toni, Rufus. Und wir laufen mal hier rüber, weil die Liege, die klingt, als wenn wir die brauchen könnten. Ach, mir geht das immer zu langsam mit dem Laden. Ich scroll hier schon rum, so... Ja, das wäre gemütlich. Da könnte ich direkt drauf einpennen. Und wo sollen wir dann schlafen? Was? Wer spricht da? Wie? Ach so, klar. Dings da und bummst dich. Ja. Und? Was macht ihr hier so? Das fragen wir uns auch langsam. Okay, also das nicht. Also das geht erstmal lieber wieder zurück, weil ich weiß nicht so. Also die Hände werden wir hier noch brauchen, aber ich weiß nicht, womit noch. Brechstange. Also das Irk brauchen wir oben beim Organon, das weiß ich. Aber wie haben wir das da hochgekriegt? Brechstange, Babyfon, Liegestuhl. Also wir haben jetzt mit Toni geredet. Der hat uns jetzt irgendwie nicht viel weitere Infos gegeben. Da oben kommen wir jetzt immer noch nicht rein. Bei Baby Boso, glaube ich, haben wir immer noch nichts dafür. Da überlege ich jetzt. Also das brauchen wir oben. Das brauchen wir beim Therapeuten. Also beziehungsweise wir brauchen noch mehr Bilder davon. Wir können ja mal gucken, wie es Bambi ergeht. Die ist ja jetzt zu Boso gegangen. Ach, guck mal. Muttermilch? What? Hallo, ich bin Amtmann Argus, erschüttert vor der tödlichen Pünktlichkeit des Organon. Nimm sie mit. Hervorragend. Du hast meine Muttermilchpumpe gefunden. Oh, was? Jetzt guckt er auch schon so, ne? Ja, gut. Opa? Hier wird nicht gedreht. Das Essen ist fertig, wenn es fertig ist. Okay, aber guck mal, was die Damen hier machen. Oh, Bambi ist und ja voll begeistert. Hier ist ein Foto von Bosos erstem Buchstabierwettbewerb. Er hatte immer Probleme mit dem L und dem F. Dafür konnte ihm beim E keiner das Wasser reichen. Hallo? Was hat er denn da an? Ach, das ist ein kleines Röckchen, das er sich selbst aus Zahnseide genäht hat. Boah, wie schön. Er hatte Monate daran gespart. Sein Mundgeruch war furchtbar.
Juhu, Deponia an Sergeant Bambi. Oh, wie süß. Ein Fifi-Funkelfee-Pyjama. Warum schaut er denn da so beschämt? Ich weiß auch nicht. Eigentlich sollte er mir dabei helfen, sein Bett neu zu beziehen. Was für eine Sauerei. Die sind ja vollkommen weggetreten. Okay. Aber da fällt mir was ein. Hat er nicht... Sie hat doch was von... Also ich muss jetzt mal sagen, ich gehe jetzt im Kopf das Gespräch mit Toni nochmal durch. Hier war blinkendes Gelumpe. Moment. CB-Funk. Ach, Rufus, was tust du denn da? Ich bringe dich zur Weißglut. Mach ich doch, ne? Indem du am Funkgerät rumspielst. Aber nicht doch. Bedienungsruf. Wirklich? Na klar. Los geht's. Ich weiß nicht. Wenn man darf, macht's keinen Spaß. Moment, warte mal, Babyfon? Gute Idee. Wenn ich die Frequenz von Tonis Funkgerät am Babyfon einstelle, kann ich Toni jederzeit erreichen. Mhm. Easy. Jetzt bleibt nur noch die Frage, warum ich sie überhaupt anfunken sollte. Sie hat schon vor langer Zeit aufgehört, mich mit der Schubkarre aus irgendwelchen Kneipen rauszuholen. Ja, warte, warte. Oh, jetzt habe ich eine geniale Idee. Weil, gucken wir mal, warte mal, wir können doch... Es funktioniert wirklich. Ach, Rufus. Warum gibst du nicht einfach... Moment mal. Ein Rufus? Zwei Rufusse? Genau. Mich gibt es jetzt doppelt. Eigentlich sogar dreifach. Dreimal so viel Action. Rufus. Oh, Toni, komm schon. Toni. Ja. Da ist unsere alte Toni. Okay, Toni. Ganz ruhig. Du hast einen guten Therapeuten und da gehst du jetzt hin. Das haben wir toll gemacht. Das war ja cool. Ja, und jetzt ist hier nicht mehr. Na gut, gehen wir mal. Wir gucken mal nach Toni. Bambi ist ja nur weggetreten mit der Mama beim Bildergucken. Dann gehen wir mal gucken. Ich vermute nicht, wer der Therapeut ist. Therapiesitzung im Gange. Ausgerechnet. Wie soll ich... Warte. Und jetzt sehe ich ihn plötzlich doppelt. Was bedeutet das? Will mein Unterbewusstsein mir einen Schlaganfall verpassen? Ich habe das Gefühl, dass mich das um Monate in meiner Therapie zurückwirft. Wir müssen die Therapie verlängern. Wie jetzt? Noch länger? Ich meine, wie lange schwebte Ihnen da vor? Naja, mindestens bis zum Ende der Welt. Und dann mal gucken. Können wir ihn jetzt abschießen? Ja, das wäre... Und das mittlerweile müsste er eingesehen haben, dass er Hilfe braucht. Na, dann wollen wir den armen Teufel doch mal erlösen. Ja. Oh nein. Ja, eigentlich ist es gut. Bing. Hatten wir ihn nicht eigentlich drüben an der Kiste abgestellt? Hier muss es seltsame Aufwinde geben. Egal, das Irk ist oben angekommen, weil das brauchen wir da. Zack, Flyer. Nanu, hier steckt ein Flyer in der Außenwand. Was für eine jämmerliche Konstruktion. Der Konstrukteur hat offenbar keine Ahnung, wie man einen ordentlichen Papierflieger faltet. Ganz im Gegensatz zu mir natürlich. Therapeutische Stricke. Die günstige Alternative. Was soll das denn heißen? Will sich da jemand einen Jux mit mir machen? Und Moment mal, was ist das denn? Da steckt ein Bleibuchstabe in der Spitze. Ein großes Ruck. Jetzt zeige ich dem nicht näher benannten, unbekannten Dilettanten mal, wie man das richtig macht. Schwuppdiwui. Oh, hier muss es seltsame Abwinde geben. Und dann stellte sich heraus, dass er auf die Idee gekommen war, seine Angelhaken in meiner Schmuckschatulle aufzubewahren. Sogar die Köder waren schon dran. Oh, es war so furchtbar. Ich wünschte mir, meine Ohren würden abfallen. Das kann ich im Moment gut nachvollziehen. Aua! Was ist denn das? Ein Flyer? Echt jetzt? Toni! Warum eigentlich nicht? Fräulein Toni, ich denke, ich habe eine gute Nachricht. Ich habe endlich die passende Therapie für Ihr Krankheitsbild gefunden. Warten Sie, ich stelle Ihnen nur kurz ein Rezept aus. Boah, voll schön. Okay.
okay, also wir setzen das aufs Terminal. Nee, stopp, wir müssen erst das Irk ins Terminal setzen. Passt! Jetzt das da? Das ist ja schon ausgefüllt. Ach, ich brauche noch ein neues. Das ist alles derselbe. Wenn ich noch einen brauche, weiß ich ja jetzt, wo ich nachschub. Ach, wir müssen erst den einen loswerden. Okay, aber das Irk ist eingesetzt. Der rote war das jetzt, oder? Ja. Alter Schwede, was? Haben wir Toni kaputt gemacht? Wir haben Toni kaputt gemacht. Was ist das? Ein Rezept für einen Strick. Ich habe es hier in Augenhöhe aufgehängt, um es als Option im Hinterkopf zu behalten. Für den Fall, dass du wieder auftauchst. Kann ich es haben? Nachdem ich jahrelang dafür gebetet habe, willst du dir also endlich einen Strick nehmen? Heute muss mein Geburtstag sein. Oh, und ich habe keinen Kuchen dabei. Geschweige denn 100 Kerzen. Nimm das Rezept und verschwinde. Bin schon weg. Schön, dass du wieder die Alte bist. Mit Betonung auf alt. Ja, es ist wieder unsere Toni. Aber wir sprechen sie lieber nicht nochmal an, auch wenn ich sie sehr, sehr gern mag, so wie sie jetzt ist. Aber können wir mit dem Seil Babyboso retten? Egal, wir holen uns jetzt erstmal das Seil, was auch immer wir damit machen wollen. Ein Rezept bitte. Ich habe hier ein Rezept für einen Strick. Darf ich mal sehen? Ah ja, so einen habe ich noch auf Lager. Hier, brauchen Sie vielleicht noch Imprägnierspray? Zu dieser Jahreszeit kann es an manchen Brückengeländern noch recht feucht sein. Das ist schon in Ordnung. Moment mal, das ist ja nur ein Schnürsenkel. Tja, ein besseres Modell übernimmt Ihre Krankenkasse leider nicht. Tut mir leid. Woher will er das wissen? Was Schnürstrick? Nur ein Strick. Okay. Komm, wir gucken mal, ob wir mit dem ganzen Kladderadatsch, den wir jetzt im Inventar haben, vielleicht Baby Boso retten können. Komm. Gute Neuigkeit. Komm, Barry. Echt jetzt? Komm mit. Komm, Barry. Oh, je. Heul nicht, weil ich das sei denn. Na, dann mach. Ja, genau. Das wird eine wunderschöne Falle. Perfekt. Bist du sicher? Sicher, das ist wie bei Matsch. Ich mag, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein Baby in eine Schlingpfade locken würde. Das war jetzt. Weil er kein echter Cowboy ist. Lass mich einfach mal machen, okay? Und halt den Fotoapparat bereit. Ich entschuldige mich gerade dafür, aber ich weiß gerade nicht, was war, aber der Text ist einfach weggesprungen, als hätte ich die Maus gedrückt, aber ich hatte die irgendwie gerade gar nicht in der Hand. Ich habe nämlich gerade nach meinem Glas gegriffen und es tut mir leid, warum war der Text auf einmal weg? Naja gut, ich hoffe, ihr habt es mitgekriegt, jedenfalls das Baby soll in die Schlingfalle. Jetzt sitzt er in der Falle. Und wer ist jetzt der Klügere? Das Baby? Rufus? Gehört das noch zum Plan? Ich würde sagen, nein. Ich verstehe dich nicht. Was willst du mir sagen? Hilfe. Ich habe Hilfe verstanden. Vielleicht zeigst du einfach drauf. Das Seilende? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Schon gut. Ich komme ja schon. Nur Mut, Barry. Nur nicht runtergucken. Nur nicht. Du schaffst das. Oh. Ich hab's geschafft. Du wusstest der Retter. Und ich konnte sogar helfen. Helfen? Genau. Wenn du fertig bist, dir eine Scheibe von meinem Erfolg abzuschneiden, könntest du dann endlich das Foto machen? Bist du dir sicher? Ich kann mich ja auch so schon kaum halten. Mach das bescheuerte Foto. Na gut, das Foto. Na, das hat doch prima geklappt. Findest du? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das Ganze ausgegangen ist. Dann hast du ja das Beste verpasst. Habe ich ein Foto gemacht? Und was für eins. Ich borge es mir kurz aus, okay? Heldenfoto, okay. Und Baby Boso. Mama Boso hätte die ruhig mal beschriften können. Mhm. So, wir gehen jetzt aber erstmal zu Boso.
weiß gar nicht, was ich mit Baby Boso will. Hey, Boso! Was erkennst du auf diesem Bild hier? Ich will doch einfach nur... Ja, guck hin. Das ist der Teufel! Blödsinn, das bin ich. Und ich bin dabei, ein Kind in der Not zu retten. Und du hast ja echt nicht alle Tassen im Schrank. Mhm. Keine Sorge, ich passe auf deinen kleinen Bruder auf, solange du ausgenockt bist. Nein! Keine Panik, ich kann gut mit Kindern. Ich werde ihm ein paar Tricks beibringen. Er kann mir zum Beispiel bei meinem Sägetrick assistieren. Nein! Ach komm, da kann nichts passieren. Baby Boso ist doch viel kleiner als du. Wir wollen Baby Boso lieber nichts tun und lassen ihn, wo er ist. Können wir Baby Boso den beiden geben? Mama Boso und Sergeant Bumpy. Hallo? Auf diesem Bild hat er schon wieder Nasenbluten. Der Arme. Ich habe Baby Boso gerettet. Zu seiner Verteidigung, das Pony war auch wirklich ein Wildfang. Oh, dann eben nicht. Hallo? Noch ein Pyjama-Foto. Putzig. Das Haus brennt. Seine ersten Stützräder. Da war er 21. Was? Wie stolz er guckt. Oh. Okay. Komm, wir kochen. Wir geben Opa Boso, Baby Boso. Opa? Komm mir nicht in die Quere, Junge. Einige meiner geheimen Zutaten sind hochexplosiv. Und ich muss mich schon genug konzentrieren, um meinen Papa Parkinson im Zaum zu halten. Gut, wir sind dann mal lieber wieder weg. Hier, Baby Boso, die da, die lieben Baby Boso. Diese Gruftis bekommen gar nichts von mir. Laut Generationenvertrag schulden sie mir noch eine abgeschlossene Ausbildung, Querflötenunterricht und einen sauberen Planeten. Ich nehme stattdessen aber auch gerne den Sportwagen. Wir sind dann mal weiter. Baby Boso. Also wir brauchen jetzt noch ein Bild. Wir haben das Irk, aber kein Transportgefäß. Puh. Den behalte ich lieber bei mir. Er ist mir immerhin schon ans Herz gewachsen. Was? Nochmal, Moment. Das ist, glaube ich, das. Den behalte ich lieber bei mir. Er ist mir immerhin schon einmal ausgebüxt. Ach, schon einmal ausgebüxt. Da stand nämlich gerade kein Text und das Bild war eingefroren, deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt. Nee, das hatten wir schon. Hatten wir schon. Ich glaube, den Rest brauchen wir nicht unten. So, warte mal. Haben wir irgendwas hier? Halt, erstmal hoch, anmachen. Warte mal, nochmal hoch. Warte mal, kann man die Brechstange hier verkeilen? Hierfür brauche ich lediglich meine Finger und eine profunde Kenntnis der geheimnisvollen Gesetze der Hebelwirkung. Du solltest gefälligst Wirkung tun, wenn du gezogen. Warte mal, kann man das auch irgendwie festklemmen? Hier und eine Nein. Okay, wir gucken mal, ob wir irgendwas von all dem hier unten brauchen in der nächsten Folge. Bis dahin, ja, hoffe ich, dass ich der Lösung langsam näher komme, weil drei Rufusse zu koordinieren und zwischen zwei nur hin und her tauschen zu können, ist echt anstrengend noch im Moment für mich. Trotz, dass ich jetzt drei Folgen am Stück aufgenommen habe. Ja, dann gucken wir einfach mal, wie es weitergeht und in der nächsten Folge wissen wir dann hoffentlich mehr, was wir mit den ganzen Gegenständen tun und dem Kind und dem Monster und allem drum und dran. Okay, bis dahin. Tschüss.